Herzlich willkommen auf minitechnet.de. Auf einer Pressekonferenz in München hat Acer die neue Netbook-Serie vorgestellt, darunter auch das neue Acer Aspire One D250 mit 10 Zoll Display. Das D250 gilt hauptsächlich als Nachfolger des 10 Zoll Netbooks D150 und soll dieses wohl über kurz oder lang auch ablösen. Die Spezifikationen ändern sich im Vergleich zum Vorgängermodell D150 nicht. Weiterhin ist ein Intel Atom N280 bzw. N270 Prozessor eingebaut, ein Intel 945 GSC Chipsatz, 160 GB Festplatte und 1 GB Arbeitsspeicher. Allerdings ist die Bauweise im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich dünner geworden und soll damit ein ergonomischeres Arbeiten auch bieten, da man jetzt nicht mehr die Handballen so hoch auflegen muss. Das gesamte Produkt soll gerade mal zwischen 1,2 und 1,3 Kilogramm wiegen und das, obwohl ein 6-Zellen-Akku integriert ist, der eine Akkulaufzeit von bis zu 6 Stunden garantieren soll. Das Acer Aspire One D250 wird bereits in diesen Wochen in großen Stückzahlen auch ausgeliefert werden und soll in den Farbvarianten Blau, Rot, Weiß und Schwarz erhältlich sein.